So, was haben wir in der Nähe? In der Nähe, in der Nähe. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, gehe ich erst nach unten oder gehe ich erst nach oben? Ich bin ja eher so, also das Problem ist, ich bin ja komplett mittendrin halt, ne? Was ich aber. Da haben wir unbekanntes Flutschlitzareal. Da erst. Wir können ja erstmal, das wäre eine Überlegung, wir schauen uns das hier jetzt unten an. Also, wir gehen jetzt hier runter, komplett Richtung Süden und halten uns außerhalb des Wassers auf. Da haben wir auch die Ausgrabungsstätte Zackentiefe noch mal. Dann haben wir hier aber ein grauhabig Areal, wo wir durch müssen. Hier hinten haben wir dann einen Flutschlitzer und hier haben wir dann noch was Unbekanntes. Das wäre jetzt erstmal durchaus der Plan. Dann können wir vielleicht sogar noch hier diesen Weg da nehmen bis hier. Also, dass wir auf jeden Fall erstmal diesen kleinen Landstreifen am Rande des Wassers machen. So, hier haben wir nämlich auch Feuerglimmer und eine Metallblume. Also, nehmen wir das in Angriff. Dann Gräber. Gräber und Wühler. Ich könnte Schockmunition gegen diese Maschine einsetzen. Okay. Haut ab. Ja, das ist natürlich immer die Sache, wenn man durch diese Areale geht. Also da muss man echt aufpassen, ne? Haben wir hier denn was in den Ruinen noch? Also es aussieht. So es aussieht, sind die Ruinen clean. Also auch Jägerkeller aus. Da haben wir auch wieder einen Gräber, der Ausschau hält. Vom einen sollten wir doch irgendwie aus dem Weg räumen, oder? Aber nur dann, wenn die anderen nichts mitbekommen. Logisch, ich mach die vom Acker da. Muss genau durch, da hinten ist der Turm. So, geschafft. Wieder einen riesen Panzer, oder? Riesen Geschütz. Aber ich weiß, in Teil 1, da lagen hier oft bei solchen Sachen Teile rum oder diese Datenpads. Und jetzt eher weniger. Okay, hab mich versteckt. Wir gehen direkt hier rein.
So, das ist eine Mauer jetzt. Wir haben da oben die Metallblume. Die klinken. Ah. Hier nicht so einfach. So, wie komme ich jetzt da hoch? Würde fast vermuten. Da oben haben wir. Hier haben wir zum Beispiel das. Warte mal. Da haben wir zum Beispiel dieses Gestrüpp, was wir wegmachen müssen mit der Metallblume. So das Gefühl, ich weiß, wo ich lang muss. So, die räume ich am besten aus dem Weg, oder? Feuer ist bei dieser Maschine verschwendet. So. Den haben wir schon mal weg. Jetzt kommt der nächste. Den machen wir jetzt hoffentlich auch schnell weg, oder? So, perfekt. Aber zum Glück sind wir halt schon so stark, dass wir die meisten Maschinen einem Schlag töten können. Da kommen wir rein. Also hier war ich noch nicht. Haben sie nicht gehört. Gut. Dann weiter. Da haben wir irgendein größeres Lager. Da oben aber die Blume. Gut. Wo steht die Glen den Glanz? Immer wertvoll zum Tauschen dann. So, da haben wir die Blume. Ah doch, hier war ich schon. Einmal. Aber da ist ja nicht abgeschlossen hat, war um die Wacht wieder. Nochmal. Was hat mich entdeckt? Egal. Machen wir das erstmal hier clean. So. Rauf auf den Turm. Warte, 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 warte. Haben wir eine Truhe für mich? Wertvolles Lager. Und nochmal das Ganze. Hier okay, haben wir soweit jetzt nichts mehr. Oder? Oder doch, oder doch, oder doch? Wir haben da den Feuerglimmer. Das ist ein tolles Ding. Yes. Geht gut. Okay, wo ist jetzt der Feuerglimmer? Oder war das hier? Nee. Müsste. Also auf den Turm müsste man auch raufkommen, aber wie gesagt, wo ist der Feuerglimmer? Aha.
Oh Gott. Diesmal nicht runtergeflogen bin. Hier haben wir schöne. Schöne Truhen. Großzügiges Lager. Für den Vorrat. Da rein? Ah. Aufbrechen. Der gegenüberliegenden Seite haben wir jetzt nichts Großartiges. Aber wir gehen auf den großen Turm. Schauen uns da nochmal um. So, jetzt läuten wir ein bisschen die Glocken, oder? Sieht aber cool aus hier. Richtig geiler Aussichtspunkt. Da haben wir Schnappmäuler mit Grauhabichten oben. Das kennen wir ja schon, ne? Ja, hier unser Lager, wo wir vorhin mal waren, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir weiter hier zur Ausgrabungsstelle Zackentiefe und dann gehen wir hinter hier weiter Richtung da. Mal erstmal, ob wir hier die Richtung. So. Easy. Jetzt hoffen wir nur, dass bei der Ausgrabungsstelle keine weiteren Tiere sind. Ah, guck mal, da haben wir jemanden, mit dem wir. Ah, das sind unsere beiden Kollegen, oder? Dir ist klar, dass wir uns noch ein Dutzend weitere Relikte ansehen müssen. Ab und zu. Was habt ihr beiden vor? Ah, Aloy, perfektes Timing wie immer. Schau, schau. Ihr habt ein Tablett gefunden. Wir sind alle begeistert. Schau's dir nur an. Perfekte Einkerbungen für alle möglichen Mahlzeiten. Und eine glatte Rückseite, die dem Träger Komfort bietet. Niemand in Meridian will ein ausgeblichenes Tablett kaufen, Genders. Dann werde ich wohl persönlich davon speisen müssen. Freut mich, dass es euch beiden gut geht. Oh, ja, nur mal so ein Zwischendialog. Aber nett, dass wir euch gefunden haben. Ignorierst du mich wieder? Oha! Scheiße, die haben jetzt echt hier eine Ausgrabungsstelle gemacht. Da, wo einst die Maschinen waren, sind es Menschen. Muss ich sagen, das ist auch cool. Können wir einfach entspannt durchspazieren. Mal vielleicht gucken, ob wir hier Nebenquests bekommen, aber ich denke mal nicht. Nee. Ja, dann bleiben wir mal weiter am Ufer. Da auch nochmal ein alter Vorratstresor. Ja, genau, jetzt sind wir nämlich bei dem Bereich, die blöden Grauhabichte hinten und da muss ich irgendwie, dass ich durchkomme. Gräber. So. Feuer macht dir nicht viel Schaden. Kann ich nicht einklinken? Markieren. Das Holz davor. Spitzengrau habe ich, also das könnte dann vielleicht der Big Boss oder so sein von dem Viech. Ist
alte Festes war wohl damit beschäftigt, Jägerkiller zu bauen. So, ich komm, stell erstmal her wieder. Selber kann ruhig. Kann ruhig näher kommen. Genau hier rein. Genau hier rein, bitte. Komm. Dann bin ich dich schon mal los und dann muss ich nur noch auf die Grauhabichte aufpassen. Du Scheiße, was ist... Da ist wieder so ein... Da ist dieser Flutschlitzer schon, da sehe ich den schon. Um die Habichte zum Gehen. Geh jetzt ins Wasser. Verdammt. Okay. Ja, Mai. Scheißdreck. Verstecken. Da schau mal. Boah, das Spiel ist eng. Okay. Selbst die Habichte. Boah, da muss ich echt aufpassen. Ey. Und ich dachte, was hat mich denn da entdeckt? Also, Finger weg von dem Wasser. Finger weg vom Wasser jetzt. So, wir sehen natürlich schon unser Ziel da hinten. 161 Meter noch. Da haben wir, wie gesagt, einen riesen... Riesen Flutschlitzer wieder. Wo geht's jetzt da rein? Wir uns da auch kurz umschauen vielleicht. Das ist ja ein großes Areal hier irgendwie. Mal eben reingehen. Ach so, okay, ich verlasse den Spielbereich. Also ist okay jetzt. So, da oben haben wir wieder einen Gräber und der ist auch wieder auf der Suche nach neuen Opfern. Ah. Oben brauchen wir nichts im Grunde. So. Durchscannen wir nochmal kurz das Wasser. Sieht clean aus. Ganz clean. Deckung gehen, Aloy. Bleib bloß in Deckung. Die Maschine ist schwach gegen Frost. Schwach gegen Frost. Hier, also wie gesagt, Flutschlitzer. Übles Viech. Ganz, ganz übles Viech. Der Wächter da wieder, der Gräber wieder auf.
Kommen wir vielleicht durch die Höhle rein, wa? Ist ja cool. Oder? Oder nicht? Nein, wir kommen nicht durch die Höhle rein. Verdammt! So, kommen wir da oben lang? Ich möchte mich am liebsten nicht unten mit dem Flutschlitz herumschlagen. Den müssen wir da irgendwie jetzt rauf. Um uns einen Überblick zu verschaffen. Den markieren wir. Ah, jetzt gerade zu weit weg. Der Eingang der Höhle, der müsste jetzt quasi unter uns sein. Da möchte ich aber kurz die... Achso, das Ziel war ja... Jetzt markieren wir das Ziel. Oh ne, bleiben wir oben. Wir gehen mal nur kurz in Deckung. Weil ich bin mir nicht sicher, ob mich das Viech auch direkt hier oben sehen kann. Nein, 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 runter. Eloy, keine Faxen. Oh! Ging doch nicht so. Der Sturz war härter als gedacht. Hier durch? Nein. Ist wieder ein Gräber. Dadurch. Ah, durch die Lücke, schnell durch die Lücke, sonst kommt der Gräber wieder näher. Was? Mal unten haben wir. Haben wir nichts mehr. Aber das ist jetzt nicht die Höhle, wo ich doch gerade war, oder? Oder wo ich hin wollte. Schauen wir uns das nochmal an. Aber... Nee, das Fragezeichen ist hier. Aber da kommen wir nicht hin. Zumindest nicht von hier. Sondern das hier war einfach nur eine kleine, ja, Zwischenlücke mit etwas Ressourcen. Was der eine hier geht mir jetzt auf die Nerven. So, den erledige ich jetzt. Also von dem hier habe ich die Nase voll. Wenn ich den nämlich jetzt... Oh. Na, ja, normal. Spur. Feuer bringt nicht viel. Ja, Feuer bringt nicht viel, aber das bringt viel. So. Der Flutschlitzer ist mir jetzt wurscht. Ah, der ist mir nicht wurscht, oder? Ich bin nicht gut. Sieh mal einer. Der ist mir nicht wurscht. Scheiße.
Komm schon, einen noch. Noch wieder daneben. Yes! Haben wir, ne? Und der Gräber. Ist auch kaputt. Ich gedacht, dass wir da eine schöne dicke Wumme haben. Ah, dahin haben wir noch einen Gräber. Oh! Ja, manchmal sollte man einfach warten, oder? Komm her, schön im 1 gegen 1. Schade, Nahkampf wollte er nicht mehr. Ah, jetzt sehe ich, guck mal, jetzt sehe ich genau, wo ich hin muss mit dem, Ausrufezeichen. Da muss ich hin zum Feuerklimmer da oben. Immerhin etwas Schweiß abgespült. Da geht's rauf. Hätte man noch heimlich machen können, aber ich habe schön viele Erfahrungspunkte, wo ich den Feuerschlitz erledigt habe. So, das war's dann schon hier, ne? Und ich kann jetzt halt... Genau. Ich kann jetzt halt noch weiter am Rand der Schlucht alles durchsuchen. Ich weiß aber nicht, ob da hier unterwegs noch irgendwas ist oder ob wir da schwimmen müssen, weil hier haben wir nämlich versunkener Schlund. Ah ne, genau, versunkener Schlund ist abgeschlossen schon. Dann hätten wir hier was. Aber ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Ne, glaube nicht. Kann ich nicht glauben. So, hier haben wir auch schon Schreckensklippe und Teufelsrutsche haben wir auch schon erledigt. Das wir hätten hier höchstens. Ja. Okay. Beim Donnerkiefer ist ein Areal. Wo wir, oder irgendwas haben wir hier noch nicht gemacht auch. Ein Rebellenaußenposten. Das wäre jetzt eine Idee natürlich, dass wir zum Donnerkiefer gehen. Dem auch noch die Hölle heiß machen. Also, dann würde ich so vorgehen. Erstmal, oder was haben wir hier? Also, Donnerkiefer und hier haben wir noch ein Fragezeichen. Das wäre was. Aber dann würde ich sagen, machen wir erst den da. Halten wir uns im Moment noch vom Donnerkiefer fern. So, eine Leiche noch, oder? Ah ne, guck mal, wir haben hier was zum Scannen. Hm, diese Nachricht erwähnt einen Banuk. Noch gar nicht gesehen. Die Vision nach dem Genuss von Maschinenöl hatte, kommt mir bekannt vor. Für diese Osseram hat es wohl nicht funktioniert. So, also wieder was Schönes gefunden. So, jetzt müssen wir einmal um den Berg herum. Ey, auch dein? Nee.
Also, wir laufen jetzt einmal um den Berg herum. Hoffen, dass uns da jetzt nichts auffällt, weil das wäre eigentlich ein schnelles Objekt, was wir jetzt holen können oder machen könnten. Und natürlich auch nach wie vor weiter die Ausschau halten. Weil wir haben ja noch Flugschreiber und so weiter und so fort, ne? Hier waren wir ja quasi vorhin. Warte mal, ich habe irgendwas gehört. Postmunition würde gehen. Himmelsgleiter. Die Himmelskleider haben wir jetzt auch noch nicht getötet gehabt. Das ist ein Breitschlund, genau. Der saugt wieder alles ein und tötet mich so. Ich hab mir ja mit den ganzen Steinen hatten wir das ja, wo er die nach mir geschleudert hat. Junge, war das hardcore. Er hat den ganzen Berg da eingesaugt. Dann nach mir geschossen. Da unten kann ich auch schon scannen. Das sind Stürmer. Kann mich eventuell noch hier oben an der Klippe aufhalten. Genau da runtergehen, wo das Fragezeichen ist. Wie zum Beispiel hier langsam. Auch so langsam runter, da brauchen wir uns nicht mal an die Kanten festhalten. Eine Metallblume da unten. Na, jetzt müssen wir aber, oder? Genau, jetzt müssen wir. Bestimmt noch eine Brutstätte, in der es Überbrückungsdaten für diese Maschine gibt. Kein Fall mehr. Shit. Wo ist denn noch einer? Ah, ich wusste es. Das ist ja Feuerdingens. Und ich sehe es nicht. Ja, das ist so undankbar. Die sind wahnsinnig flink. So, einer meint mich aber immer noch zu sehen, deswegen ist es noch so komisch. Aha. Bitte schön. Aber da sind immer noch welche.
Komm, jetzt machen wir hier die Metallblume mal. Nehmen auseinander. So, sehr schön. Okay, die Metallblume haben wir. Und jetzt legen wir uns dann mit dem großen Donnerkiefer an, oder? Ja. Wird heftig werden. Ich werde mich aber nochmal hier auf die Klippe begeben, weil ich gerne einen Überblick aus der höheren Perspektive haben möchte. Keine Lust, dass der mich gleich auseinanderflext. Da unten ist er schon. Ui. Ui, ui, ui. Was haben wir denn hier? Alter Motorraum. Achso, das sind, genau. Autos, wo ich dann die hinten öffnen kann. Greifpunkt. Aber hier sieht es jetzt nicht so aus, ob da irgendwas Wertvolles ist in dem Lager außer Kisten. Oder ist kein Datenpad oder irgendwas zu finden. Nee. Aber der Donnerkiefer da. Ich kann hier noch nicht scannen und das Fragezeichen ist auf der rechten Seite. Der Donnerkiefer, der ist schnell. Ist schnell. Ich habe die Frage, ob ich da auf die Berge raufkomme. Wenn ich nämlich auf den Berg raufkomme, habe ich, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Chance, den zu töten. Oder da hinten sehe ich auch noch was. Wenn das eine Kanone ist, auf den, mit denen ich auf den Donnerkiefer zielen kann, wäre das genial. Aber dafür müsste ich erstmal auf einen von den Bergen, um das näher zu begutachten. Das schauen wir uns jetzt genau an. Da oben haben wir auch nochmal. Hier oben haben wir auch nochmal ein Lager oder irgendwie einen Raum. Schauen wir uns den mal kurz an, wenn wir schon mal hier oben sind. Oder haben wir auch noch ein größeres Lager. Sogar mit wertvollen Gegenständen drin. Muss ich jetzt rein oder nicht? Hey. Wo ist der Eingang? Eingang. Gibt es da keinen Eingang? Also einen Ausgang gibt's. Hallo. Also Ausgang gibt's da oben raus. Oder ist das auch mein Eingang? Nee. Hä? Okay, warte mal. Wie komme ich jetzt da rein? Ah, haben wir hier einen Eingang, irgendwie ein bisschen unterirdisch, aber ich sehe auch nichts, dass man da unterirdisch durchkommt. Oder vielleicht irgendwie ein Loch im Zaun? Wieso ist hier kein Loch im Zaun? Okay, jetzt sind wir zum 5. Mal rumgelaufen schon. Und ich komme nicht rüber. Wir können auch irgendwie nichts oder an nichts ziehen, ne?
Warte mal, jetzt gucken wir mal hier. Nämlich eine Satellitenschüssel. Aber auch da ist jetzt. Ich weiß nicht, das sieht mir. Keine Ahnung. Ich komme da einfach nicht rüber. Okay, scannen wir es einfach mal. So immer ab. Jetzt alles. Hier nicht. Geht einfach nicht. Können wir nicht hinlegen oder so? Ja, okay. Scheiß drauf. Dann Donnerkiefer. Ist ja jetzt auch nicht missionsrelevant. Oder irgendwie sowas. Sondern das da. Das da ist relevant. So, und jetzt. Aber das sieht mir doch fast da hinten echt wie eine Kanone aus. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Es kann ja auch sein, dass ich schon da war, ne? Und nur vergessen habe, dass das. Echt scheiße ist. So. Kann ich den jetzt einloggen? Nein. Ich bin noch zu weit. Ich bin. Das ist alles sehr weit weg, ne? Außer das Fragezeichen. Das ist nur noch 62 Meter weg. Runter hier. Ah, ne, 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 ne. Nicht hoch. Oh, nein. Au, scheiße. Ne, ne? Ich glaube, wir können das sogar das Problem hier bekommen mit diesen Drohnen. Das ist scheiße doch. Genau das da. Scheiße, die scannen mich und dann hat er mich. Verdammte Scheiße, wenn man das da sieht, die beleuchten da alles, ne? Mist. Aber die scannen da eine ganze Gegend ab, ne? Was ist das Fragezeichen? Eine Drohne. Gehört bestimmt zu Cyclops. Wenn ich an die Daten komme, kann ich sie mit der Kuppel an der Basis verbinden. Aber wie komme ich da hoch? Ist die jetzt feindlich oder freundlich? Überwachungsdrohne Niemandsland. Erlange die Drohne. Wie mache ich denn das? Das Ding da unten macht mich zu Kleinholz. Also es geht hier um die Drohne. Das ist dann das Fragezeichen, das Unbekannte. Kann ich den jetzt. Aber wenn der jetzt näher kommt. Komm einmal rum. Will ich nur drin haben, dass ich deine Spur sehen kann. Ich meine, man kann es natürlich immer erahnen, wo er lang geht, aber sicher ist sicher. Ich muss dann auf den Berg. Genau, ich muss auf den Berg. Ich sollte keinen Frost einsetzen. Was wir jetzt machen, ist noch alles markieren bei ihm. Alles markieren. Und kein Frost. Da geht's hoch.
So, jetzt aber schnell. Ah, nein. Stopp. Verdammt. Muss ich das zerschießen? Auf jeden Fall, der Donnerkiefer hat mich jetzt entdeckt. Wie kann ich die jetzt nehmen? Gott, ich bin alles falsch hier. Ich muss da ganz hoch. Wie, warte mal. Wie kann ich jetzt, steht vielleicht was in den Questlogs, wie ich die Drohne da nehme? Kann mich ja nicht ranschmeißen an die Drohne, oder? Nein! Oh, scheiße. Schnell. Also es hatte irgendwie so markierte Dinger, dass man da eventuell sich dranhängen kann, aber hat nicht geklappt. Auch schon wieder. Ah. Irgendwie schon interessant, dass wir hier oberhalb des Donnerkiefers so umherturnen, nur um diese scheiß Drohne da irgendwie zu aktivieren. Wie komme ich an die ran? Okay, wir probieren es mal mit einem weiten Sprung. Aber vielleicht erst dann, wenn der Donnerkiefer weg ist, oder? Du kommst yes. Mit! Oh. Geschafft! Problem? Die Drohne ist unten, ich sollte mir die Daten holen. Ich bin nicht Problem. Problem. Schneller, mach hin. Hui. Junge. So lucky. Das kennt mich da durch. Nicht gerade viel Schaden her. Säure nützt gar nichts. Yes! Der nützt was. Treffer. Schon.
Aber hier oben ist echt gut in Deckung. Guter Versteckpunkt ist das. Noch ein Schuss, glaube ich, noch. Dann ist er weg. Yes! Du machst hier keinen Stress mehr. Na, guck mal die Drohne an, ne? So, jetzt kann ich sie mit der Kuppel in der Basis verbinden. Wird viel fallen gelassen. So, also das war mal jetzt ein nicer Kampf. Wir haben hier sogar noch mehr. Genau, noch mehr Drohnen. Die fliegt auf jeden Fall wieder. Ja, Maschinenkatalog natürlich jetzt aktualisiert. Sammelobjekte. Es ist jetzt. Also zwei Ornamente habe ich. Und jetzt die erste Überwachungsdrohne im Niemandsland gefunden. Das war sogar jetzt ein Quest. Genau, da. Quest erledigt. Überwachungsdrohne Niemandsland und Überwachungsdrohne die Stilllande habe ich schon. Das heißt, die müsste ich jetzt... Ne, warte mal, erlange die Drohne... Ah, okay, nee, das habe ich noch nicht. So, den muss ich jetzt in der Basis noch aktivieren. Das heißt, wir müssen einmal zur Basis. Da brauchen wir ja keinen... wo ist denn die jetzt? Ich bin eigentlich nah dran, oder? Basis? Bin ich verwirrt jetzt? Basis? Ah, da. Da ist die Basis. Wir sind nicht nah dran, aber ja. Wir reisen jetzt erstmal zur Basis. Natürlich via Schnellreise ohne Verbrauch eines Schnellreisepakets. So, dann. Ah, hier haben wir auch sogar ein Feuer. Guck's mal an. So, speichern. Der Schneefall ist stark. Und jetzt verbinden wir die Drohne mit dieser, mit der Basis. Mal gucken, was dann passiert. Mal, da geht's. Wir machen mal eben hier kurz das Ausrufezeichen weg, wo? Weiß nicht, ob mir das gefällt. Es wäre nicht so gut, wenn meine Tante Alga wüsste, dass sie immer mit mir reden. Ich hatte dich hier nicht erwartet. Was hast du mit dem Fokus noch gelernt? Ich habe mich über diesen Ort Vegas schlau gemacht. Gaia hat uns alles gezeigt, was passierte, als du das Poseidon-Ding geholt hast. Dieser Morland scheint ganz pfiffig zu sein. Obwohl es mutig ist, die Tenaktlande für eine Lichtershow zu riskieren. Vielleicht sollte ich mal nach ihnen sehen, nur um sicher zu gehen. Okay. Ich muss jetzt gehen. Ich schaue mir weiter diese interessanten Daten an. Genau, mach das mal. Und wir verbinden jetzt die Drohne mit dem Modul der Basis. Willkommen zurück. Ich will jetzt eigentlich mit dir quatschen, ne? Weil die nämlich Ausrufe zeigen. Ah, jetzt geht's. Hey Gaia, bin wieder da. Das sehe ich. Kann ich helfen? Beta ist überzeugt, dass wir Hephaestus nicht kriegen können. Glaubst du, dass sie es mit dieser Einstellung schafft, die Anlage und den Impulsgenerator zu bauen? Man wird sie überreden müssen. Doch mit Unterstützung wird sie es bestimmt tun.
Ich verstehe sie nicht. Sie ist überzeugt, dass wir scheitern. Sie ist ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Sie bleibt wohl am besten hier, wenn wir nach Gemini gehen. All diese Daten, die ich in alten Bunkern und Ruinen gesammelt habe. Ich hätte nie gedacht, dass andere Leute sie wirklich ansehen würden. Meinen Observationen zufolge beschäftigen sich deine Begleiter regelmäßig mit diesem Material. Erend hat bei diversen Gelegenheiten nach Geburtstagspartys gefragt. Er scheint irritiert von der Tradition zu sein, süßes Gebäck zu servieren, da sie nicht zu der Tradition der außer Rampast sprudelndes Starkbier anzubieten. Er schlug auch vor, für dich eine Party auszurichten. Als Überraschung. Ja, nein, danke. Das hatte ich mir gedacht. Kommt Cotallo mit anderen klar? Ja, obwohl er es die meiste Zeit vorzieht, allein zu sein. Er scheint Daten zum Vormarsch der Kriegsmaschinen und bedeutenden Schlachten während der Pharaoh-Plage zu sammeln, um eine Karte von Operation Enduring Victory zu erstellen. Sein Ziel ist offenbar, die Kriegstaktiken der alten Welt zu studieren. Das würde ich gern einmal sehen. Es ist wohl ein persönlicher Zeitvertreib. Er hat mein Angebot, bei seinen Forschungen zu helfen, mehrfach ausgeschlagen. Nachdem du nun Aether, Demeter und Poseidon hast, was ist mit der Biosphäre? Die lokalen Bedingungen haben sich verbessert. Superstürme haben nachgelassen. Zahlreiche Wasserquellen wurden gereinigt und Bodenbedingungen wurden saniert. Diese Verbesserungen werden den Umweltkollaps für einige Monate abwenden können. Mit etwas Glück hast du schon bald Hephaestus. Dann kannst du die Biosphäre endgültig reparieren, oder? Korrekt. Ich werde in der Lage sein, Roboter zu entwerfen und zu produzieren, um die Umweltschäden, die bewirkt wurden, umzukehren. Eins habe ich mich gefragt. Wie konnte Ted Farrow eine höhere Freigabestufe als Alpha erstellen? Elizabeth sorgte dafür, dass er das Projekt nicht stört. Womöglich beauftragte er seine eigenen Techniker, eine Hintertür zum Zero-Dawn-System zu schaffen, ohne Elizabeths Kenntnis. Meine Vorgängerin wusste nichts von ihrer Existenz, bis er sie aktivierte, um die Apollo-Datenbank zu eliminieren. Das ist tatsächlich ein blinder Fleck. Einer, der uns erlauben wird, Hephaestus zu bezwingen. Zum Glück wissen wir dank Betas Informationen, wo wir eine Omega-Freigabe beschaffen können. Stimmt. Irgendwo in San Francisco. Unser Plan zur Ergreifung von Hephaestus. Gehen wir ihn nochmal durch. Wie du meinst. Dank Betas Test wissen wir jetzt, dass Hephaestus nicht auf deine Alpha-Freigabe reagieren wird. Und aus diesem Grund musst du Ted Farrows Omega-Freigabe beschaffen. Genau, aus seinem Privatbunker, Theben. In deiner Abwesenheit werde ich Beta helfen, die Transportanlage und Impulsgeneratoren zu bauen. Wenn wir nach Gemini kommen, muss ich auf einem der Kerne der Anlage installiert werden. Der zweite Kern ist für Hephaestus. Mit Hilfe der Omega-Freigabe kannst du ihn schnappen. Und dann kannst du ihn absorbieren. Nicht ganz. Du musst den bösartigen Code von Hephaestus manuell entfernen. Vor der Verschmelzung. Wie lange wird das dauern? Meine Berechnungen sind noch nicht abgeschlossen. Ich schätze, es dauert noch ein paar Stunden. Und währenddessen schaffen die anderen mit dem Impulsgenerator eine Ablenkung für uns? Korrekt. Sie nehmen Positionen an der Brutstättentür ein und feuern ihr Gerät ab. Der Energieanstieg sollte eure Aktivitäten bis zum Ende der Verschmelzung tarnen. Und dann haben wir alles, was wir zum Besiegen der Zeniths brauchen. Klingt nach einem Plan. In einem der offenen Räume fand ich Daten. Es soll unter der Anlage noch funktionierende Saatgutbanken geben. Nur wieso?
Meine Vorgängerin hatte die Aufgabe, die Biosphäre mit primären und sekundären Pflanzenspezies wiederherzustellen. Wäre alles nach Plan gelaufen, wären die Menschen irgendwann in der Lage gewesen, tertiäre Spezies einzuführen, darunter neue Pflanzen. Haben wir Zugriff darauf? Leider müssen wir noch warten. Ich brauche die Kontrolle über die Maschinen, um die konservierten Samen zu erhalten und verteilen zu können. Und dafür brauchen wir Hephaestus. Darum kümmern wir uns später. Also hat Gemini 2 Datenkerne. So eine Brutstätte habe ich noch nie gesehen. Aber du hast etwas von seismischer Aktivität erwähnt. Als meine Vorgängerin versuchte, die Brutstätte zu bauen, wurde der Bau von einer Reihe von Erdbeben unterbrochen. Der Datenkern wurde bereits gebaut, aber der Rest der Anlage wurde beschädigt. Also begann sie erneut. Ein zweiter Kern wurde gebaut. Aber nach weiteren Beben gab sie den Standort auf. Zum Glück. Gibt es immer noch Beben? Nein. Obwohl sie auch bei anderen Anlagen in der Region Instabilitäten bewirkt haben. Also war die Anlage, in der ich Demeter entdeckte, vorher eine Agrarforschungsanlage von Pharaoh. Dort wurde das Biomasse-Umwandlungssystem entwickelt. Aber auch die Diamantranken. Wusste Elizabeth, dass sie daran arbeiteten? Wahrscheinlich wurde sie über andere Versuche, den Maschinenschwarm zu bekämpfen, gebrieft. Obwohl ihr Fokus nur Zero Dawn galt. Das macht Sinn. Aber die Ranken funktionieren tatsächlich. Hätten sie rechtzeitig gegen die Pharaoh-Plage einsetzen können? Mit den Daten über das Projekt habe ich mehrere Simulationen durchgeführt und daraus ermittelt, dass es nie funktioniert hätte. In allen Szenarien hätten die Pharaoh-Kriegsmaschinen die Ranken gehackt und deaktiviert, bevor sie den Schwarm hätten eindämmen können. Dann war Zero Dawn wirklich die einzige Lösung. In der Treibhausanlage gab es eine Menge Daten über Landwirtschaft. Helfen Sie den Quen, ihre Heimat in Ordnung zu bringen? Ich starte eine Anfrage. Fertig. Die Daten enthalten Informationen über neue Pflanzenbaumethoden, die dem Stamm auf lange Sicht helfen könnten. Aber neue Pflanzen werden die Welt nicht retten. Dann hängt es wohl an uns. So ist es. So, das andere bräuchte ich, dann gehen wir mal. Ich geh dann mal los. Ich wünsche dir eine sichere Reise. So, jetzt legen wir das endlich ins Display. Doch hier, oder? Ja. Okay, das Datenmodul ist drin. Okay. So. Oh, sieht ganz... Gefällt mir gut. Oha. Ey, das ist ja geil. Ist das eine Umgebung oder was für hier? Also... Cool, was gescannt worden ist von der Drohne. Irgendwie, aber die... Ja, das Spiel sieht natürlich anders aus als das, was da gescannt ist. Das hat vielleicht auch nur Felsen gescannt, deswegen... Ja. So. Jetzt gehen wir mal wieder raus. So, okay. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt einen Punkt ausmachen, wo wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Und ich würde fast sagen... Also das wäre eine gute Idee. Also, ich könnte ja bis hier oder sogar hier.
Kirsch. Mein Vorrat, Unterschlupf. Ah, guck mal. Guck mal, besteigen komme ich schon, weil da oben haben wir nämlich ein Fragezeichen, genau. So, dann bist du hier. Schöner Unterschlupf für mich. Was sie jetzt da machen. So. Reicher natürlich auch. Puff. Schön gemacht. Ja, Leute, dann bedanke ich mich für euer Zuschauen und wir sehen uns dann, denke ich mal, morgen wieder. Heute werde ich nichts mehr schaffen, weil heute Abend noch in Formel 1 rennen. Also bis dann, Leute. Macht's gut und bis morgen.